Peter Maffay ist bei uns. Musiklegende, Bühnenerfahrung von über 50 Jahren. Und jetzt bist du Coach bei The Voice. Machst du super. Ganz großes Kompliment. Aber am Anfang wolltest du gar nicht, ne? Warum? Ja, vielen Dank für die Blumen. ich habe vor Jahren, es ist ewig her, natürlich wie die meisten anderen auch mitbekommen, wie diese Castingshows abgelaufen sind. Und habe dann einfach für mich, ganz subjektiv natürlich, gefunden, dass mich das nicht sehr anspricht. Dass die Art und Weise, wie da mit Talenten umgegangen wurde, wenn ich das mal so ausdrücken darf, entsprach nicht meinen Vorstellungen. Ich dachte nicht, dass das wirklich den Talenten nützt, wenn man so mit ihnen umgeht, sprich beispielsweise bloßstellt und Ähnliches. Und habe dann den Fehler begangen, das muss ich wirklich zugeben, alles in einen Topf zu werfen. Und als dann irgendwann mal die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich mitzumachen bereit wäre bei The Voice, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass ich euch da viel nützen kann. Ja? Aber die Argumente waren dann doch überzeugend und ich dachte mir, okay, einige aus meinem Umfeld, denen ich wirklich vertraue, waren auch der Meinung, dass man das mal tun sollte oder probieren sollte. Und ich bin als, wenn man so sagen darf, jugendlicher Quereinsteiger nach Berlin gegangen und habe mitgemacht. Und muss jetzt im Nachhinein wirklich sagen, es war eine gute Entscheidung. Absolut richtige Entscheidung. Und wir schauen mal rein, wie du dich bei deiner ersten Staffel bisher schlägst. Er ist die Coach-Überraschung bei The Voice of Germany. Peter Maffay. Mit 21 Nummer-1-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist er der erfolgreichste Musiker Deutschlands und hat jetzt auch The Voice für sich erobert. Ich gehe ins Team Peter! Peter, hast du noch Platz für einen Typ mit einer Gitarre bei dir? Ich gehe zu Peter. Doch es sind nicht nur Peter Maffays 50 Jahre Bühnenerfahrung, die die Talente faszinieren. Mit seiner Warmherzigkeit. Wenn wir in Frankfurt sind, dann kommst du mal zu mir auf die Bühne. Und seiner Liebe zur Musik scheint der 73-Jährige alle Herzen zu berühren. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben doofe Jahre überstehen. Peter Maffays Musik hat nicht nur ganze Generationen geprägt, sondern auch bei The Voice für unzählige emotionale Momente gesorgt. Peter, was waren denn für dich bislang die Highlights in dieser The Voice-Staffel? Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die mir aufgefallen sind, und zwar sehr positiv. Zum einen einmal meine Kollegen rechts und links, mit viel musikalischer Kompetenz, muss man wirklich sagen, sehr unterschiedlich in ihrer Art, aber dann doch mit einer gewissen Haltung, und zwar den Leuten, die da antreten, um sich zu zeigen, wirklich auf die Sprünge zu helfen. Also Steigbügelhalter im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich gut. Eine enorm bewegliche, kompetente Crew, die diese ganze Sendung betreut. Also ein super Laden. Und weil du jetzt gerade die anderen erwähnt hast, wie hast du dich denn denen gegenüber, also Ray, Steffi, Mark Forster, wie hast du dich denen gegenüber behauptet? Weil ja, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt behauptet habe. Ich habe denen ein bisschen über die Schulter geguckt. Sie haben ja enorme Erfahrung. Jeder von ihnen ist schon ein paar Mal dabei gewesen. Die wussten genau, wo es entlang geht. Ich überhaupt nicht. Also habe ich zuerst ein bisschen Mucksmäuschen gespielt und geguckt. Und also schon langsam bin ich dann etwas mutiger geworden. Und dein Team Peter ist immer größer geworden. Schauen wir uns mal an. Da hast du eine ganze Schar hinter dir. Da gibt es jetzt den Teampulli. Ja? Das war eigentlich ein Mantel. Wie viel Spaß macht das mit so jungen Musikern? Also, es ist ein bisschen auch Eitelkeit im Spiel. Und wenn dann so junge Leute kommen und sich für das, was man macht, interessieren. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich bin mit deinen Liedern, welchen auch immer,
groß geworden, dann freut man sich darüber. Es ist ja etwas Schönes und eine wertvolle Geste. Und ich wurde dann eigentlich, wenn du so willst, beschenkt mit dieser Haltung. Ja? Bis hin zu diesem Hoodie, der mir viel zu groß war. Kennst du denn vielleicht den einen oder anderen jungen Peter Maffay in dieser Gruppe wieder, wo du sagst, na, so war ich früher auch und so habe ich auch getickt? Ich glaube, wir ticken alle irgendwo ziemlich ähnlich. Ja? Jeder weiß, dass ein Ticket in diesem Zug nur one way ist. Und es gibt keinen Plan B. Also diejenigen, die antreten und entschieden so antreten, die haben auch die besten Chancen, meiner Ansicht nach. Also man muss schon wissen, was auf einen zukommt. Und das ist wahrscheinlich auch mit die Chance, die wir haben und den Dienst, den wir anbieten können, die Leute darüber aufzuklären, dass vieles zum Beispiel nicht mehr nur mit Musik zu tun hat, sondern mit vielen anderen Dingen. Ich behaupte immer, dass eine musikalische Karriere eher ein Marathon ist und nicht ein Sprint. Also ein Song ist vielleicht ein Türöffner, aber eine Karriere braucht viele gute Songs und viel Energie und viel Disziplin etc. Peter Bessieren, vielen Dank. Nicht nur bei The Voice gibt es ein Team Peter, sondern auch zu Hause. Und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Privat ist Peter Maffay ein echter Familienmensch. Und das wird uns beim Besuch seines Bauernhofs am Starnberger See auch schnell klar. Denn mit seiner vierten Frau Henrike scheint Peter angekommen zu sein. Wir haben einfach gefunden, dass wir irgendwie zusammengehören. Und haben daraus auch dann wirklich sehr klar und schnell die Konsequenzen gezogen. 3 Jahre später werden die beiden Eltern einer Tochter, Anouk, die Peter Maffays Leben noch mal auf den Kopf gestellt hat. Ich erlebe dieses Familienleben in der Intensität zum ersten Mal und wünsche mir, dass das so bleibt, weil es im Grunde genommen die Burg ist, in die man sich zurückziehen kann. Und so wundert es nicht, dass die kleine Tochter den rockigen Papa ganz fest um den Finger gewickelt hat. Kannst du bei ihr gut Nein sagen? Nein. Ja, wie hat Anouk es geschafft, dir das Wort Nein abzugewöhnen? Die schafft alles. Also diese kleinen Menschen haben ja eine Energie, die ist unvorstellbar. Und sie nützt das aus. Sie weiß genau, wie es geht. Und sie hat dich um Finger. Ja, also wenn sie etwas Bestimmtes durchsetzen will, dann hat sie alle Tricks auf Lager. Und da ist kein Kraut gewachsen. Peter, jetzt bist du ja auch der Erfinder von Tabaluga, dem kleinen grünen Drachen. Ich glaube, jeder kennt ihn, der seit fast 40 Jahren Kinder und Erwachsene begeistert. Und es gibt ein neues Album, Tabaluga, die Welt ist wunderbar, erscheint jetzt am Freitag und macht unter anderem die Klimakrise und Rassismus zum Thema. Und wenn man sich das Cover anguckt, dann steckt da eine ganze Menge Statement drin. Ja. Auf diesem auf diesem Cover sieht man unseren Globus, unsere wunderschöne Erde. Im Grunde genommen ist der Titel schon eine Provokation, weil jeder wird angesichts der Dinge, die wir erleben, sagen, das kann ja nicht wirklich wahr sein. Meine Antwort darauf ist, die wunderschöne Welt kann nichts dafür, dass es ein paar weniger wunderschöne Menschen gibt, die die Welt missbrauchen. Und um die Welt wunderschön zu erhalten, brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung zugunsten der kommenden Generationen. Denn wenn wir jetzt nicht den Hebel umlegen, dann gibt es Folgeerscheinungen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und es lohnt sich, das zu tun für die Nachwelt, für die Kinder, die kommen. In der Tat. Also es ist eine wahre Geschichte, um die es geht. Und sie endet in unserem Fall sehr positiv. Das ist gut. Mit der Erkenntnis, die Welt ist wunderbar. Wir müssen aber uns beeilen und den Augenblick nicht verpassen. Das macht dir Hoffnung? Die Hoffnung ist eine wichtige Energie. Wenn wir Kinder nicht mit Hoffnung begegnen, geben wir ihnen keine Kraft. Und sie brauchen Kraft angesichts der Probleme, die sie in den kommenden Jahrzehnten, Jahren, mit denen sie es zu tun haben werden. Dann lasst uns alle viel Energie haben. Und vielen Dank, Peter. Vielen Dank. War schön, dass du da warst. Danke. Danke dir.